ich lege gleich los mit unserer Tanz-Warm-up oder Sport-Warm-up und dann werde ich ins Gesangsteil gehen, ja? Okay, sobald ich Musik auf den Speaker höre, fange ich an. Aber wir können schon mal ein bisschen auflocken, das heißt, die Schulter nach hinten rollen, ganz groß und nach vorne, genau, die Arme nach oben und wir legen uns nach vorne hin. Ich drehe mich zur Seite, dann könnt ihr mich sehen. Von da gehe ich runter ins Knie und ich strecke meine Beine wieder und nochmal runter ins Knie und ich strecke meine Beine wieder und schau mal, mein Rücken ist ganz gerade wie ein Tisch und von da lasse ich meine Hände runter zum Boden und ich gucke mal, ob ich hier in diesem Stretch bleiben kann. Oh. Guten Morgen, es tut gut. Also, die Arme jetzt nochmal hoch und versucht, dass die Beine gestreckt bleiben. Oh, ganz bis oben. Gut, und von da, wir lassen die Arme runter und ich drehe mich wieder zu euch. Okay, los geht's, Musik. Mhm. Super. Cool. Yeah. Sehr gut. Okay, das heißt, wir fangen jetzt mit Sprüngen an. Füße sind zusammen, kleine Sprünge. Und die Füße auf. Wir drehen uns. Und jetzt in die andere Richtung. Das gleiche alles für vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir die Arme um. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir gehen runter. Und hoch. Wir gehen runter. Und hoch. Nochmal runter. Thank you.
Okay, jetzt die Rippen, die gehen zur Seite. Rechts und links. Und guck, dass alles andere bleibt stehen und steigt und nur hier oben zur Seite wechselt, ja? Genau, noch viermal. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt die Hüfte. Side, 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 side. Schneller. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Yeah! Okay, wir gehen tief. Ins Plie. Gut. Von da, wir legen uns auf eine Seite und wir bleiben so tief, wie es geht. Und wir wechseln die Seite. Okay, einatmen durch die Nase.
und aus. Nochmal das gleiche für 5. Und einatmen. Wir halten für 6. Einatmen. Diesmal 7. Und 8. Sehr gut. Okay, dieses Mal ohne Luft anhalten. Wir atmen ein durch die Nase, dann alle Luft raus, aber auch auf ein schönes A. Und beim A ist alles hier offen, nicht A. Okay, ganz schön. Okay, einatmen. Ja, nochmal, alles auf ein A. Einatmen. Ja, wir gucken, ob wir jetzt direkt für 8 das A halten können. Ja? Okay, bereit und einatmen. Ja, hat's geklappt bis um 8? Lass uns bis um 10 probieren. Boah, das ist eine Herausforderung. Okay, ganz entspannt hinstellen, wir konzentrieren uns und einatmen. Ja, hat es geklappt? Super, das ist wunderbar. Könnt ihr immer wieder zu Hause üben, ne? Das hilft bei dir. Okay, lass uns jetzt ein bisschen an Ton arbeiten. Also wir hatten jetzt schon ein schönes A geübt. Wir machen jetzt ein U. Und dieses Mal machen wir das mit einer Welle. Das heißt, ich fange mit der Tonart quasi tief an. Mein Ton ist tief. Ich gehe von unten nach oben in ein Slide. Ja? Ich mache ein Beispiel mit U. Ja, also ich slide nach oben und dann slide wieder nach unten. Und hör nochmal, da treffe ich ganz, ganz viele Töne da und dann slide wieder nach unten. Probieren wir. Wir haben auf U. Einatmen. Nochmal und macht eine Hand mit. Das hilft euch, diese Welle zu finden. Wir können das schön groß machen. Bereit? Nochmal. Nochmal. Und dieses Mal zweimal auf U. Nochmal. Ja, schön Slide. Finde ich auch cool. Okay, lass uns jetzt auf keinen smoothen Slide machen, aber kurze, also kurz harte Töne machen. Das heißt, das hört sich sowas an. Also ich mache ein Beispiel für euch. Wir machen A, 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 I, I, I. Okay? Und das soll alles so ganz, ganz, ganz kurz, also ein kurzes Sound haben. Wir fangen tief an und jedes Mal gehen wir eine Stufe höher. Okay? A, 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 I, 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 I. Mach direkt mit, weil das ist super easy. Okay? Wir haben A, 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 I, 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 A, 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 I, 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 A, 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 I, 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 A, 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 I, 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 und das gleiche noch unten. A, 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 I, 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 A, 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 I, 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 A, 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 I, 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 A, 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 I, 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 I. Jawohl! Super! Und das war einfach, oder? Okay, der letzte Übung für heute. Wir müssen nur bis
15 könnt, was ihr alle natürlich kann. Also das heißt, wir haben 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ja? Easy. Aber jedes Mal, wie vorhin, gehen wir eine Stufe höher. Ja? Also du musst mich einfach nur folgen. Es ist mega easy. Mach direkt mit. Der erste Ton ist 1. Okay? Und 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 und noch höher und 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, nochmal höher und 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Super, wunderbar. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit meinem Tanzteil an. Das heißt, wir wiederholen das, was wir die letzten 3 Wochen gemacht haben. Und dann können wir was Neues am Ende dazu bauen. Vielen Dank, DJ. Wir fangen an ohne Musik erstmal. Und ich wiederhole erstmal die ersten paar Schritte. Also für die, die jetzt diese Woche neu sind, können wir das erstmal zusammen lernen. Super. Also, wir fangen mit den Füßen an und die sind leicht schräg. Okay? Und ich mache quasi eine Rolle mit meinen Armen. Von tief unten bis nach oben. Ja? Hier hoch. Dann mache ich meine Beine auf und ich gehe von tief hier unten und meine Finger, ich spritze meine Finger quasi so hier unten. Und dann, ich mache einen Regenbogen hier rüber. Ja, nochmal, leicht schräg am Anfang und ich rolle hoch. Ich mache auf und einen Regenbogen. Von da schließe ich meine Füße und jetzt, ich push die ganz schnell wieder nach hinten, quasi in diese Position. Und dann strecke ich meine Arme nach oben und gucke da oben auf, zur Decke. Ja? Und kurz halten. Und dann springe ich auf meine Knie. Easy, oder? Wir machen es nochmal. Leicht schräg am Anfang. Roll nach oben. Auf und Regenbogen. Schließen. Halten. Und auf die Knie. Ja? Gut. Okay. Lass uns nur bis dahin auf Musik machen. Der Anfang ist für euch frei. Ihr könnt hier den gesamten Raum mit Farbe, also wir stellen uns vor, wir haben unsere Hände voll mit Farben und wir malen den Raum komplett. Und das Lied heißt Regenbogenfarben. Also es wäre schön, wenn ihr vielleicht einen Regenbogen malt oder vielleicht die Wolken, die Sonne, Regen, ist egal, ist für euch komplett frei zu improvisieren. Ja? Okay, danke DJ. Wir fangen schon mal an. Okay, ich male hier die Wolken und hier die Sonne. Es strahlt ganz schön. Und jetzt Anfangsposition, leicht schräg. Roll nach oben. Regenbogen. Schließen. Halten. Auf die Knie. Hat's geklappt? Super. Toll. Danke. Dann machen wir direkt weiter. Also ich bin jetzt hier auf die Knie. Ja? Von da mache ich genau. Weil Kinder, die leise sind, steht in der Text. Aber das gibt's doch nicht, ne? Also dann machen wir mit unseren hinteren Armen eine weiche Bewegung so und dann mit der vorderen Arme. Ich nenne das Schmetterling, weil es sieht aus wie eine Schmetterling. Ja? Schmetterling da, von da. Ich drehe mich nach hinten auf mein Popo und ich roll komplett rüber. Und ich stehe dann auf. Auch easy, oder? Wir probieren nochmal. Von hier.
Ich bin in dieser Position. Ich halte mal kurz und gehe auf die Knie. Okay, ich mache Sch und Schmetterling, Schmetterling und ich roll und stehe auf. Und von da mache ich meine Arme in einen großen Kreis und komme dann wieder zusammen und nach unten. Okay, von vorne, wir probieren auf Musik. Okay. Im Hof und ich mache jetzt einen Regen. Und hier eine große Wolke, weil heute schon ein bisschen grau ist. Aufgestanden und machen so. Von da, wir machen so fast ein Spagat. Ich shoot meine Beine zur Seite, hier, und bleib hier oben. Und dann springe ich wieder zusammen. Ja? Also nicht ganz unten ins Spagat gehen, weil sonst kommt man echt schwierig wieder hoch. Und es ist überhaupt nicht elegant so. Ne? Das heißt, wir sind hier, wir springen auf. Und wieder zu. Gut, und jetzt beginnt der Spaß. Ich drehe mich hier zur Seite und dann könnt ihr das besser sehen. Ich roll mich nach hinten. Ich push hoch. Meine Beine gehen direkt nach oben und ich mache hier ein Fahrrad. Viermal. Eins, zwei, drei, vier. Und dann stehe ich wieder auf. Aber das machen wir alle frontal. Ja? Das heißt, wir sind hier. Wir springen auf ins Spagat. Wieder zu. Und ich roll. Und was? Eins, zwei, drei, vier. Aufstehen! Ja? Lass uns alles von vorne wiederholen, ohne Musik und dann auf Musik, ja? So, wir rollen hoch. Wir machen einen Regenbogen. Ich schließe. Ich springe auf und kurz halten. Auf die Knie. Und Schmetterling, Schmetterling. Roll auf den Popo. Die Arme. Und unten. Spring ab. Spagat. Wieder zu. Roll nach hinten. Push nach oben. Fahrrad. Eins, zwei, drei, vier. Aufstehen. Yeah. Cool. Lass uns auf Musik probieren. Wir machen es diesmal ohne Intro, weil das habt ihr jetzt sicher nicht mal drauf. Okay, direkt ab Choreo Start. Gleich schräg, los geht's! Weiter geht's. Wir wischen jetzt zur Seite. Wisch, wisch. Und ich lean da ein bisschen. Schau mal, ich mache mein Gewicht ganz darüber und dann auf die andere Seite. Und von da springe ich auf diesen Ball, der gerade frei ist, und mache eine Drehung. Whee! Und dann stopp. Ja? Also, wir sind aufgestanden. Ich wisch, wisch, dreh, stopp. Nochmal. Wir sind hier. Wisch, wisch, dreh, stopp. Cool. Von da machen wir jetzt drei kleine Sprünge. Eins, zwei, drei. Auf dem vierten machen wir einen Sternsprung. Das ist mein Lieblingssprung. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, vier. Ja, ich mache die Arme hier oben auf und die Beine hier.
hier unten. Ja? Schaut so aus. Schön. Okay. Machen wir nochmal ab Wisch, Wisch, Dreh. Ja? Und Wisch, Wisch, Dreh. Stopp. 1, 2, 3. Stern. Gut. Von da. Wir drehen uns um. Ja? Ich push meinen Mann zur Seite und ich guck. Dann mache ich unten Chop, oben Chop und jetzt eine Welle. Ui! Und meine Arme kommen runter. Ja? Wir haben den Sternsprung gemacht. Wir drehen uns um. Ich push und ich guck gleichzeitig. Ich gehe Chop, Chop, Welle, push mit meiner Arme. Ja? Nochmal, ab die 3 Sprünge und Sternsprung. Bild. Und 1, 2, 3, Sprung. Dreh mich um. Guck. Chop, chop. Welle, push. Ja? Lassen uns das von vorne ohne Musik und dann auf Musik. Ready. Wir stehen leicht schräg und wir rollen erstmal. Bereit. Und ich rolle um. Auf und Regenbogen. Schließen. Halten. Auf die Knie. Schmetterling, Schmetterling. Auf den Popo. Aufstehen. Und Spagat. Zusammen. Roll. Push nach oben. Fahrrad. 1, 2, 3, 4. Aufstehen. Und Wisch, Wisch. Dreh. Stopp. 1, 2, 3. Stern. Dreh dich um. Ich push. Chop, chop. Welle. Yeah, wir probieren auf Musik. Oh, super. Okay. Ohne Intro wieder. Weil das können wir jetzt. Okay. Bereit. Schräg. Ready.
Woche. Tschüss.